Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier starte, möchte ich dir ganz gerne hier etwas vorstellen. Vielleicht hast du es schon im Vorspann gesehen und zwar für den Muttertag am 9. Mai am Sonntag. Möchte ich dir ganz gerne einmal diese wundervolle Kette vorstellen mit einem zarten Rosenquarz-Anhänger für die Liebe, für die Zufriedenheit und einen wunderschönen Buchstaben mit 34 Brillanten besetzt. Der Brillant steht für den Hüter des Geistes, für die absolute Klarheit in Kombination mit der Liebeskraft des Rosenquarzes. Dieses kannst du einmal ab jetzt bestellen, solange der Vorrat reicht, was den Buchstaben M beinhaltet. Dieses kann natürlich auch nachbestellt werden. Bei Interesse natürlich kannst du auch gerne andere Buchstaben bestellen. Ja, wo du dann einfach kurz eine E-Mail schreibst auf der Website, wenn da diesbezüglich Interesse besteht, auch was Weißgold beinhaltet. Also dies einmal zur Vorfreude des Muttertages. Dann habe ich hier noch etwas ganz, ganz Neues für dich und zwar wundervolle Ohrringe aus dem Heilstein Sultanit. Der Sultanit ist einer der seltensten Steine, der zu damaligen Zeiten schon zur Würdigung der Sultane diente, des Osmanischen Reiches. Und aber auch eines der seltensten Steine, der eben noch nicht so bekannt ist, der für seine absolute Schönheit, Vielfalt der Farbwandlung steht. Also er wechselt seine Farbe bei diversen Lichteinflüssen. Der Sultanit verleiht seinem Träger absolute Reinheit. Diese wundervollen goldenen Ohrringe aus 14 Karat Gold sind ab jetzt einmal im Shop erhältlich. Bevor ich hier beginne, möchte ich mich bei jedem einzelnen von euch recht herzlich bedanken. Vielen lieben recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Noch eine. Noch eine Karte möchte ich hier raus. Schauen, dass ich das hier noch etwas rüberschiebe, damit du dann alles gleich ganz gut sehen kannst. Noch eine.
Noch einmal. Stellt es hier gleich noch etwas um, eine möchte nach vorne. Haben wir gleich ganz, ganz viele Karten. Alle Karten möchte noch raus. Ich habe das hier noch etwas umgestellt. Warte, noch eine Karte raus.
So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich, was möchte sich hier ab dem morgigen Tag für dich zeigen. Hier sind viele Gegebenheiten, ja, hier bieten sich Chancen und Möglichkeiten. Dennoch zeigen sich hier Gegebenheiten, wo du genau variieren und schauen solltest, ja. Hier ist so etwas die Falschheit bei gewissen Personen, ja, wo nochmal die Acht gegeben werden sollte im Freundschaftlichen. Hier zeigt sich jemand mit Maske, ja. Vor allem auch in der Hinsicht, was dich beinhaltet im Hinblick deiner positiven Kraft, deiner Ausstrahlung. Etwas, was hier neu für dich beginnen möchte. Es zeigen sich viele Möglichkeiten. Es zeigen sich in beruflichen Möglichkeiten und in der Liebe Möglichkeiten. Ja, schau bitte individuell, wie du damit in Resonanz gehst. Aber ich sehe so hier die Destruktivitäten seitens anderer Personen. Und da ist nochmal diesbezüglich die Warnung, wer dich hier etwas in der Hinsicht nicht gönnt. Wir haben hier jemand auch, was die Ressourcen beinhaltet, wo man da sich gewisse Sorgen und Bedenken macht. Da könnte es so Streitigkeiten, Konflikte, aber auch Angriffe kommen. Ja? Insbesondere für die Personen, die dann eben auch öffentlich aktiv sind, in jeglicher Form auch immer. Ja? Das ist einmal das, was ich hier so bekomme. Das erste Kelche haben wir. Wir haben den Ritter der Kelche und wir haben den Liebenden. Also auch wenn du hier von Frau zu Frau schaust, Mann zu Mann schaust, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. 3x, 4x-Konstellationen zeigen sich hier eben auch. Dennoch auch für die Singles in jeglicher Form auch immer hier, möchte dir eine bestimmte Person ein Kelch anbieten. Ja, also der Ritter der Kelche ist hier schon unterwegs. Auch in beruflichen Gegebenheiten gilt es da bitte ganz genau zu prüfen und zu schauen, ja, insbesondere hier vertragliche Angelegenheiten, aber du bist hier sehr in deiner Kraft und diesbezüglich triffst du auch die richtigen Entscheidungen und du wirst dich auch in der Hinsicht nicht angreifen lassen, das liegt hier so, ja, auch in Konfrontation mit Gerede, hier redet jemand hinter dem Rücken, das ist natürlich individuell, das ist hier nicht für jeden, ja, also schau bitte, dass da irgendwo Gerede stattfindet, auch insbesondere, wenn hier eine Person auf dich zukommt, das kann hier auch in der Nachbarschaft sein oder ähnliches, dass da Gegebenheiten sind, ja, wo man dir etwas eben nicht gönnt, ja, wo gewisse Nichtgönner eben diesbezüglich da sind. Das erste Kelche, hier zeigen sich wundervolle Botschaften, ja, auch diese Gefühle, du liegst hier in der Stabilität, einmal mit dem Baum, mit dem Wachstum. Hier kommen viele Verbindlichkeiten auf dich zu. Für viele bekomme ich hier auch, dass viele Nachrichten kommen oder wenn du dich irgendwo vorstellst, ein Vorstellungsgespräch hast, ja. Also hier darfst du wirklich diesbezüglich, hier hast du Grund zu feiern, ja. Aber achte dennoch bitte ganz genau, das ist wichtig, ja. Der Ritter der Kelche, jemand kommt mit ganz, ganz viel Gefühl und wir haben die Liebenden. Also einmal, dass hier die Gegebenheit ist, dass es hier eine starke Verbindung zwischen euch ist. Dennoch könnte es aber sein, dass dieser Ritter der Kelche jetzt, der sehr, sehr gefühlsvoll auf dich zukommt, wo diese andere Person diesbezüglich energetisch auch davon weiß, sprich, das ist eine Person, die eben mehr Gefühle hat, was sie eigentlich zugibt. Ja? Die männliche Person wiederum diese Gefühle aber nicht so erwidert, ja. Und da ist natürlich hier so die Konfrontation seitens der weiblichen Person mit dem Kreuz, mit dem Brunnen, hier auch Sorge, Ängste, die dann hier nochmal schmerzvoll eben auch sind für diese Person, weil die männliche Person in eine neue Richtung geht oder du in eine neue Richtung gehst, sprich als weibliche Person, dass du einen Richtungswechsel vorgenommen hast, so bekomme ich das hier. Also sehr, sehr gefühlsvoll kommt hier jemand auf dich zu. Es zeigen sich neue Verbindlichkeiten. Dann haben wir hier das, was ich eben schon sagte, die Drei der Erde. Das ist so dieses hier in der Öffentlichkeit zu stehen, dass gewisse Dinge sind, wo man dir etwas nicht gönnt, ja, zumindest diesen Vortritt nicht freiwillig lässt. Das heißt, wenn du hier mit deinem Chef oder mit deiner Chefin etwas, dich für etwas eingesetzt hast und hier eine Gehaltserhöhung bekommst oder wenn du hier neue Vorhaben, neue Projekte verwirklichst mit einer ganz, ganz bestimmten Person,
hier aber die anderen Personen was dagegen haben. Also ja, Nichtgönner, was ich vorhin schon sagte. Ja, also da ist nochmal, dass gewisse Personen das nicht sehen können, die so hier im Hintergrund agierend sind, sprich aus dem Hintergrund mehr oder weniger agierend sind, die dann hier vorne stehen möchten, wo du dann eben auch stehst. Ja, und diesbezüglich sind da nochmal so die Dinge, wo andere Personen nicht mehr zurechtkommen. Ja, und ich sehe dich hier, das ist irrelevant, ob du hier als weibliche oder männliche Person schaust, mit dem Ritter der Luft, dass du hier schon auf dem Pferd auch sitzt. Das heißt, dass diese Dinge, die jetzt auf dich zukommen, ja, also hier ist, kommt ja so ein Sturm, und dass du aber gewappnet bist, im Metaphorischen gesprochen, ja, dass du hast hier kein Schwert oder du hast hier nichts, womit du diesbezüglich auch kämpfen musst, ja, weil du weißt, dass du hier nicht in den Kampf gehst diesbezüglich. Also, dass du hier eben auch alles hast, wo du das ausblendest. So bekomme ich das hier, ja. Hier ist dann auch nochmal die Öffentlichkeit, ja, das kann hier Social Media sein, kann etwas sein, wo du irgendetwas durch das Außen auch erfährst oder diese bestimmten Personen erfahren hier etwas über dich, was denen dann eben auch nicht so passt. Auch, dass du jemand über die Öffentlichkeit begegnest, ja, Kontaktaufnahmen über Internet, in jeglicher Form auch immer. Die Karte spricht ebenfalls von einer Berühmtheit, also dass du hier schon hier große Anerkennung hast, ja, dass man hier die Anerkennung aber auch zollt, ja, im großen Ausmaße eben auch, weil du bist ja hier mit dem Ass der Kelche und jemand kommt hier mit ganz, ganz viel Gefühl und du wägst aber deine Entscheidung ganz genau ab. Wir haben hier die Königin, was ich hier dann auch für dich bekomme, oder den König, wenn du hier als männliche Person schaust. Du wirst hier in diesen Dingen, ob es vertraglich ist, ob es in der Liebe ist, die richtige Entscheidung treffen. Ja? Wir haben hier die Hochzeit, wir haben hier die Seelenpartnerschaft. Wir haben das zweimal hier sogar. Und es ist eine Seelenhochzeit, die sich hier gezeigt hat. Ja? Ich gehe erst einmal auf diese Karten ein. Einmal mit dem Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Dann haben wir hier Twin Flames, dass hier eine äußerst starke Begegnung stattfindet, aber wo es hier noch eine Konkurrenz gibt oder zumindest wo du, das ist das, was ich zu Anbeginn bekommen habe, dass diese Person in der Gegebenheit hier mit dir versucht zu konkurrieren. Das ist stark im Beruflichen und das ist stark auch in der Liebe. Also hier gibt es eine Drittperson, das definitiv. Hier ist etwas nicht stimmig, ja. Jemand möchte sich auf deine Augenhöhe stellen, ja. Das ist hier ganz, ganz speziell. Das ist hier, was ich schon sagte, wer hier in der Öffentlichkeit eben auch steht, wo da gewisse Dinge sind. Oder auch, dass hier etwas stattfindet, wo du vielleicht gerade Fernsehen schaust oder wo du irgendetwas schaust, wo hier zwei, eigentlich dürfen diese füreinander antreten, aber eine Person hat die Gegebenheit hier den tieferen Blick und ist der Meinung, man tritt gegeneinander an, obwohl das füreinander antreten hier gesagt ist. Also du liegst hier für das füreinander antreten und diese andere Person ist hier in der Hinsicht für das gegeneinander antreten. Ich bekomme hier viel aus dem Außen, Öffentlichkeit, ja? Auch für die Liebe. Und hier ist der Tiger hier auch, der ist hier mehr oder weniger, so bekomme ich das hier rein, die Warnung, ja? Also hier bekommt man nochmal so diese Warnung, diese Warnsignale in der Hinsicht, dass es diese Kämpfe gar nicht geben braucht. Ja, also irgendetwas, das kann sich auch im, ja, im familiären zeigen. Vielleicht sind es hier auch Geschwister, ja, vielleicht sind es hier auch Zwillinge oder ähnliches und du erfährst hier etwas durch das Außen. Und jemand ist hier stark in Frustrationen. Ansonsten ist das hier ganz klar die Zwillingsseelenverbindung, eine Seelenpartnerschaft, die sich hier doppelt gezeigt hat. Auch die Seelenhochzeit bekomme ich hier. Die Situation hat mit Hochzeit zu tun. Und wir haben sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Also es könnte hier jemand auch sein, der in der Öffentlichkeit große Anerkennung eben auch hat, dass du so jemanden auch begegnest. Ja, über Internet, Social Media, über Einladungen, die sich zeigen, über spezielle Treffen, ja, die dann eben im kleinen Rahmen auch stattfinden. Feierlichkeiten, Hochzeitsankündigungen zeigen sich hier, viele Treffen und Begegnungen. Es kann sein, dass hier gewisse Personen oder speziell eine Person durch etwas verunsichern wird.
Und da schau bitte speziell für dich. Bei dem einen ist hier wirklich noch eine Gegebenheit, da sollte man vorsichtig sein, weil ich bekomme hier mehrere Szenarien. Hier verbirgt sich auch etwas im Verborgenen, im Geheimnis. Aber das kann, wie gesagt, auch diese Person sein. Ja, deswegen schau bitte. Also eine Hochzeit, die hier auch über die Öffentlichkeit publik macht. Also etwas schon, was im kleinen Rahmen, dann im größeren, wo du das dann eben auch erfährst oder erfahren wirst. Einladungen, Planungen für eine Hochzeit, für das Gesellschaftliche sehe ich hier in naher Zukunft. Aber irgendwie sind hier noch die Konflikte. Hier ist nicht recht so das Einverständnis anderer Personen. Ja, also es ist hier etwas Großes geplant, aber nicht in aller Einverständnis. Ja, jetzt mal unabhängig von den äußeren Gegebenheiten, denn ich sehe hier, dass eine Person, dass man sich entfernt von gewissen Personen und hier so die Gegebenheit ist, man hier Sorge hat und das sehe ich nicht für dich, gewissen Konflikten auch gestellt ist. Ansonsten wirst du hier jemanden begegnen. Das ist ein Seelenpartner. Das ist eine Zwillingsflamme. Und wenn du hier natürlich stark in der Öffentlichkeit stehst und diese Person noch nicht kennst, dann solltest du natürlich da speziell nochmal schauen, ja, wer hier auf dich zukommt. Wer ist das? Ja, das ist wichtig, dass du da eben auch nicht sofort darauf eingehst im Hinblick, dass sich das sofort intensiviert. Ja, dass sich das darf sich hier langsam aufbauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil hier kommt ja jemand mit überwältigenden Gefühlen. Ja, also kann dir wirklich ganz, ganz viel schreiben und vermitteln und hier gibt es gar keinen Stopp. Aber hier intensiviert sich etwas. Weil du eine andere Gegebenheit hier, du hast dich von etwas gelöst. Weil hier ist dieser Lichtstrahl, ja? Also einmal mit der Hochzeit hier und indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Und wir haben hier, bei dieser Karte geht es um den Zweck, um die Visionen und sich auf die Suche machen. Sich auf die Suche machen nach etwas ganz, ganz Bestimmtem. Und das kann hier diese Person sein, die sich jetzt auf die Suche macht. Vielleicht machst du dich auch auf die Suche oder hast dich in der Vergangenheit auf die Suche gemacht, was dein Seelenpartner beinhaltet. Und hier wird etwas intensiviert durch näheres Kennenlernen. Auf einem Event, bei einem Treffen, in der Öffentlichkeit, irgendetwas, was hier eben in diesem Rahmen stattfindet, auf einer Hochzeit, Event in naher Zukunft, ja, also irgendetwas Größeres findet hier statt. Das ist nichts Kleines, das ist hier schon groß, auch diese Liebe. Ja, zeigt sich hier schon im immensen Ausmaß. Ja, Seelenpartnerschaft haben wir gleich zweimal, was ich schon sagte. Auch das Berufliche. Hier zeigt sich etwas sehr, sehr Großes an für dich. Ja, und wenn du dich hier irgendwo vorstellst, dann wirst du hier große Aufstiegsmöglichkeiten haben. Es liegt hier an dir. Ja, und achte bitte darauf, was man dir anbietet. Das ist wichtig. Also achte bitte darauf, welche Vorstellungen hast du diesbezüglich auch. Ja. Auf lange Frist gesehen. Also jetzt nicht, was das jetzige beinhaltet, sondern wirklich auch in die Zukunft schauen, auf lange Frist gesehen. Weil hier kommen Angebote. Ja? Und du bist gerade hier auf einer sehr spirituellen Reise. Ja, wir haben ja hier die schamanische Reise. Also hier ist auch der große spirituelle Wachstum. Ja, wenn du da irgendetwas in Erwägung ziehst, es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier weiter eben deine Träume werden in Erfüllung gehen. Das mit absoluter Sicherheit. Lass dich da bitte nicht irgendwo beeinflussen. In keinster Art, Form und Weise. Ich betone das hier nochmal, weil hier redet jemand. Ja, hier wird viel geredet hinter dem Rücken. Das kann hier auch in einer Firma sein. Das kann Nachbarschaft sein. Ja, also jemand schaut hier und dann, wenn du vorbeigehst, dann wird der Mund hier geschlossen. Ja. Also das ist hier schon ganz, ganz speziell und da diesbezüglich schau bitte ganz genau für dich oder hier in einer Verbindung. Also hier könnte sich etwas zeigen, angenommen jemand rätselt, ob du hier in Umständen bist. Ja, das ist ein Beispiel, das bekomme ich hier auch gerade rein und andere Personen tuscheln dann, schau mal, sie wird ja bald heiraten, weil sie muss ja bald heiraten. Ja, sowas bekomme ich hier.
Also es ist dann ganz speziell, was ich schon sagte. Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Und eben auch, du könntest hier erfahren, ja, oder hast vielleicht selber im Verborgenen, im Geheimen, dass du hier jemanden begegnest und diesbezüglich aber das erstmal schweigst darüber, ja, dass du das nicht jedem erzählst und jeden Preis gibst, dass du diese Person jetzt bald heiraten wirst. Das bekomme ich hier auch. Also viel, was mit Hochzeit, Verbindlichkeiten zu tun hat, hier seinem Seelenpartner zu treffen, wo eben dann getuschelt wird. Ja, insbesondere, wenn diese Person aus der Öffentlichkeit ist und insbesondere, wenn diese Person höher gestellt ist und gewisse Anerkennung dann eben auch hat. Ja, da könnte es nochmal gewisse Konflikte geben seitens anderer Personen, was dann aus dem Neid heraus agierend ist. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in seine oder ihre Arme sinken. Also habe keine Bedenken. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Du wirst letztendlich eine gute Entscheidung, eine gute Wahl auch treffen. In der Hinsicht, was du beruflich möchtest, in der Hinsicht, mit wem du in eine Partnerschaft gehst. Lass dich bitte von nichts und niemanden beeinflussen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, du selber solltest für dich entscheiden, welche diesbezüglich richtig ist für dich oder was richtig ist für dich und was eben nicht richtig für dich ist. Ja, das kannst nur du für dich entscheiden. Das kann niemand anders für dich entscheiden. Ich schaue hier einmal weiter und du ziehst dich hier auch zurück, ja? Du denkst ganz genau darüber nach. Du wirst auch spezielle Kontakte jetzt knüpfen, das bekomme ich hier auch. Viele Kontakte, viele neue Kontakte auch, ja? Wo du Altes hinter dir lassen wirst. Und hier könnte es eine Doppelhochzeit geben, das bekomme ich auch gerade rein. Ja, also schau mal bitte, irgendwas erfährst du im Außen oder vielleicht bist du selber in der Gegebenheit, eine Hochzeit zu planen, etwas Größeres zu planen, ein Event oder ähnliches, alles das, was ich schon sagte. Oder du begegnest dieser Person dann auch, ja. Aber hier für die folgenden Tage haben wir definitiv eine Person, die dir eben mit sehr viel Gefühl entgegenkommen möchte. Hier wird der Seelenpartner verbindlich, ja? Eine Nachricht, eine Karte, ein Brief, eine WhatsApp, in jeglicher Form auch immer wirst du etwas hier erhalten. Oder über Internet, alles das, was ich schon sagte. Wir haben hier die Mäßigkeit, wir haben den Hierophanten. Das Ganze ist hier göttlich geführt und ich sehe auch wieder die Hochzeitsplanungen, ja, die hier stattfinden. Alles das in der Vergangenheit, wo du hier diese Erfahrungen gemacht hast, ja, die dann eben im Übermaße stattgefunden haben, in negativer Hinsicht zu deiner, ja, wirst du hier erkennen. Also hier ist die Reinigung, ja, hier ist dieses Negative zu entfernen, sich gar nicht auf das einzulassen. Ja, also wenn hier gewisse Dinge kommen, wo man dann redet und tuschelt, in jeglicher Form auch immer, dass du dir wirklich gar nichts davon annimmst. Ja, dass du hier auf dich schaust, dass du eben von diesen Beeinflussungen höchstwahrscheinlich hier auch schon weißt. Ja, gerade wenn du hier im Spirituellen bist, so sowieso wirst du das von dem Ganzen eben auch schon wissen, weil hier zeigt sich der starke Spirituelle eben auch, ja. Aber auch in Gegebenheiten, wo du gerade bist, weißt du, dass das Ganze hier geführt ist. Auch Begegnungen mit einer Person, die hier sehr stark aus dem Spirituellen ist. Ja, der Hierophant spricht von starker Spiritualität auch. Zumindest eine Person, die einen starken Glaubenssatz auch hat. Ja, das kann in jeglicher Form etwas sein. Also Glaubenssatz im Glaube deines Glaubens dann eben auch, ja, oder im Glauben dieser Person, woran diese Person dann eben auch glaubt. Ich sehe, dass diese Person sehr, sehr gläubig ist. Und dann haben wir hier die 1 der Luft, wir haben die 6 des Feuers. Hier ist eben diese unzufriedene Person, was ich dir eben schon sagte. Ich zeige dir das gleich mal in die Kamera. Wir haben die 10 des Wassers. Also hier ist der Erfolg. Ja, hier ist absolut der Erfolg. Und der Erfolg in der Hinsicht, ob du jetzt hier stark in der Öffentlichkeit bist, ob du ein neues Produkt hast, ob du etwas Neues herausbringst, oder aber auch, ob du gerade etwas anfängst, ob du in die Selbstständigkeit gehst oder ob du dich weiterbildest, ob du andere Sprachen lernst oder ob du
in eine neue Firma gehst oder wo du gemeinsam mit einem Team auch etwas gestaltest. Ja, das ist in jeglicher Form auch immer. Also es ist irrelevant, was du hier jetzt tust. Ich sehe nur, dass du etwas tust, dass du etwas Neues kreierst, dass du etwas Neues verwirklichen möchtest. Ja, und da sind dann so die Destruktivitäten, was ich hier schon sagte, wir haben die Sechs des Feuers, ja, und hier ist eine Person, die möchte alles sehen, möchte gar nichts verpassen, ist auch äußerst unzufrieden, was du auch immer tust, und im Grunde genommen kannst du dieser Person auch nichts recht machen, weil diese Person in der Unzufriedenheit ist, ja. Und wenn jemand unzufrieden ist, dann kannst du tun und tun, und noch mehr tun, diese Person hat mit sich selber hier tiefer liegende Dinge, ja? Da kannst du nur noch mehr Unzufriedenheit nach oben bringen, indem du vielleicht versuchst, mit dieser Person zu sprechen oder versuchst, wenn du zu dieser Person nett bist, dann wird diese Person höchstwahrscheinlich noch aggressiver. Ja, so bekomme ich das hier. Und in dieser Gegebenheit bist entweder du jetzt, ja, mit diesen ganzen Themen oder aber auch dein Gegenüber oder im Freundschaftlichen oder es ist hier jemand in der Firma bei dir oder ein Kollege oder Nachbar, ja, in jeglicher Form auch immer. Also diese Person muss und legt großen Wert darauf, alles zu wissen hier, ja, um natürlich dann in das Gerede auch zu gehen. Du bleibst hier absolut in deiner Kraft, das zeigt sich hier schon, ja, und das zeigt sich auch hier mit der Herrscherin. Du bist in deiner absoluten Kraft, ja, du schaust, dass hier ein Ausgleich stattfindet, ja, du führst hier nicht diese, deine Energien mit den Kelchen der Negativität, weil wir haben ja die Mäßigkeit, ja, und alles das, was im Übermaße stattfindet, da sorgst du dafür, dass du dich von alleine aus diesen Gegebenheiten löst. Ja, also du nimmst dir nichts davon an. So bekomme ich das hier. Du bist eigentlich in deinem Element. Ja? Also hier kann kommen, was möchte. Wir haben hier den Magier. Da gehe ich auch gleich noch auf verschiedene Szenarien ein. Das kann hier auch dein Gegenüber sein. Ja, diese Person, der du begegnen wirst. Das können auch zwei Personen sein. Du kannst es hier einmal mit jemandem sehr spirituellen zu tun haben oder mit einer Person, die einen ganz starken Glauben hat. Du kannst es hier mit jemandem aus einem anderen Kulturkreis zu tun haben. Ja, du bist selbst in dieser Kraft, dass du dir irgendetwas verwirklichen möchtest, weil du bist hier ganz konzentriert auf das, was hier dein Meisterwerk sein wird. Ja, entweder im Jetzt oder in Zukunft. Ich sehe es viel auch in Zukunft, weil du bist hier so in dieser Planung. Ja. Und dass das, was du hier gerade kreierst, wird ein Meisterwerk werden, bis du es dann diesbezüglich auch öffentlich machen wirst. Ja? Also du schaust hier auch nicht auf diese Hindernisse, was sich dann hier zeigt. Du hast deine Träume und deine Wünsche, weil wir haben hier auf der Karte die Zehn des Wassers, was ich dir gleich zeigen werde, einmal die Berge. Und dass du aber diese Weitsicht hast. Ja? Also du, was ich hier schon sagte, du schaust jetzt nicht nur auf das Jetzt, ja, sprich, von jetzt bis heute Abend, sondern du planst in die Zukunft. Ja, du planst in der Hinsicht weit voraus, weil du kreierst hier etwas, du möchtest etwas verwirklichen. Und das wirst du definitiv schaffen. Das ist hier mehrfach gefallen. Das ist irrelevant, was das ist. Ja, hast du dich hier jemanden manifestiert in der Vergangenheit, was Seelenpartner, die Liebe, eine Hochzeit, die Verbindung, was du dir auch immer gewünscht hast oder im Jetzt manifestiert, diese Person wird in dein Leben treten, ja? Und das sogar unmittelbar. Wenn du hier in der Position der Herrscherin bist und in der Position des Herrschers als männliche Person, dann steht hier dem nichts mehr im Weg. Das sind hier nur die anderen Personen, die diesbezüglich eurer dann im Weg stehen werden, wenn hier ein Paar zusammenkommt. Ja, vor allem in der Konstellation, der Hierophant, das ist die göttliche Führung, das ist hier geführt zwischen euch. Eine Seelenhochzeit stattfindet, ja, das ist ein Leuchten über, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist im menschlichen Gedanken nicht vorstellbar. Das ist so eine Leuchtkraft, das übersteigt jenseits der Dimensionen. Vor allem in dieser Konstellation hier, ja. Die Perfektion, das Streben. Du könntest hier eine hohe Geldsumme erben. Hier kann es um eine Erbschaft auch gehen. Ja, jemand vererbt dich hier eine ganz, ganz große Summe. Es kann hier sogar jemand sein, mit dieser Person hast du in der Vergangenheit hier nicht so gut in Kontakt gehabt. Das bekomme ich auch gerade rein. Weil hier
findet ein Ausgleich statt. Mit der Mäßigkeit bekomme ich den göttlichen Ausgleich. Ja? Du wirst hier mit Glück überfüllt, weil du hier in der Vergangenheit immer geschaut hast, ja, immer gegeben hast auch. Du hast hier jemand ganz Bestimmtes immer zufriedengestellt. Du hast alles für jemanden getan. Diese Person war dennoch unzufrieden. Und jetzt findet hier ein göttlicher Ausgleich statt. Ja, oder du hast dich gelöst von etwas. Also hier zeigt sich in der Zukunft eine sehr, sehr hohe Geldsumme. Und die kann sich in jeglicher Form auch immer bei dir in deinem Leben zeigen. Und einmal mit der Karte die Eins der Luft. Ja, das ist hier die Schönheit, auch nochmal hier in dieser Kombination, die Perfektion. Also ich sehe auch, dass du hier eine Perfektionistin bist, ein Perfektionist. Ja, also du feilst so lange hier an diesen Dingen, bis es perfekt ist. Ja, und das wird hier perfekt sein. Du hast an dir ganz, ganz viel auch gearbeitet. Das bekomme ich hier auch gerade rein. Du hast ganz, ganz viel geheilt. Ja, bis zum letzten Schliff. Und jetzt ist hier ein Wunderwerk entstanden. Das heißt, im Hinblick deiner Person, die Eins der Luft, auch wenn du hier als männliche Person schaust. Und hier einmal das Wunderwerk im Hinblick, wenn du hier für das Berufliche schaust. Ja, also hier werden noch so die Feinarbeiten vollzogen. Das bekomme ich hier gerade rein. Ja, also wenn du hier gerade etwas kreierst, in jeglicher Form auch immer. Das sind hier wundervolle Botschaften. Also hier ist es wichtig, dass du eben noch in jeglicher Form auch immer, wenn du hier in gewisser Weise vielleicht hier jetzt noch etwas die Sorgen hast, wobei ich das hier nicht sehe, ja, dann ist es wichtig, dass du in diese Energie kommst. Ja, dann gilt es hier nur noch gewisse Dinge, was Heilung etc. beinhaltet, bevor hier dieser Mensch in dein Leben treten wird. Ja, also hier ist jemand ganz, ganz Bestimmtes für dich vorgesehen. Das bekomme ich hier sehr stark so rein. Und Feierlichkeiten, Hochzeiten, Planungen, hier werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Ja, wir haben die ganz starke Anziehungskraft, wir haben das Vertrauen. Und hier haben wir die Konflikte, ja, aber du besiegst diese Konflikte. Also du siehst es nicht als Konflikt, weil du lässt dich gar nicht davon beeindrucken. Ja, weil du bist ja hier, noch einmal mit dieser Karte, komme ich hier immer und immer wieder, du bist in deinem Element. Ja, du lässt dich hier von nichts und niemanden aus der Ruhe bringen. Auch diese Karte zeigt das, ja. Du schaust auf deine Sehnsüchte. Und da kann hier kommen, wer möchte, ja. Weil du konzentriert und fokussiert auf dich bist. Was sich denn hier auch zeigt mit den Feindlichkeiten. Dass hier Menschen dich feindselig mehr oder weniger, es muss nicht im Angriff sein, ja, dass hier ein Angriff stattfindet, aber ich sehe, dass hier viel getuschelt wird. Alles hinter dem Rücken. Du wirst stark aus diesen Gegebenheiten hervorgehen, ja. Also du solltest dich hier nicht beeindrucken lassen, ja. Weil es sind genau die Menschen, die eben unzufrieden sind. Ja, gerade wenn du hier in eine Hochzeit planst oder ähnliches, hier ist viel Unzufriedenheit. Ja, also das alles, was ich schon zu Anbeginn sagte, dass man dir etwas nicht gönnt. Hier zähmt man auch diesen Panther, ja. Also man hätte das nie für möglich gehalten, dass du hier so in deiner Kraft bist, in deiner Annahme bist. Also zumindest möchten diese Personen für Unruhe sorgen, ja? Aber du bleibst hier gewissenhaft, du bleibst hier in deiner Anziehungskraft, du vertraust, du lässt dich hier nicht niedermachen durch gewisse Feindseligkeiten, durch Angriffe, in jeglicher Form auch immer, ja? Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Und wir haben diese Situation, fordert dich auf, in Geduld zu üben. Und du bist hier geduldig, ja. Das zeigt dann schon die anderen Karten, dass du hier wirklich lange auch Geduld hattest. So bekomme ich das hier. Also du hast dich hier geheilt. Du liegst ja hier mit dem Wachstum der Stabilität, ja. Mit der Kraft zuzüglich noch. Und hier kommt etwas auf dich zu. Etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, ja. Wir haben hier die Überfülle, eine große Liebe steht vor deiner Tür. Und wir haben für immer diese Baden-Ewigkeit gesegnet. Diese Person könnte in der Vergangenheit viele Themen gehabt haben, wo er oder sie angegriffen wurde, ja, wo durch eine Partnerin oder durch andere Personen im häuslichen oder jeglicher Form auch immer, dass diese Person auch immer angegriffen wurde, ja. Und jetzt ist die Überfülle, eine große Liebe steht vor deiner Tür, lass sie herein.
Und du entscheidest hier. Und ich sehe hier, dass der eine oder andere hier zwischen zwei Personen entscheiden wird. Ja, weil hier kommt noch eine Person. Wir haben sehr viele Personenkarten auch. Für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Und wir haben auch, wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Ja, und man hat sich hier in dieser Phase nicht vermisst in dem Sinne, weil man hier auf sich geschaut hat. Ja? Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Weil diese Situation, das ist hier definitiv die Hochzeit, der Vertrag, vertragliche Angelegenheiten, in jeglicher Form auch immer, ja. Schau mal, und du hast hier die Sonne. Also hier wird im Sommer geheiratet, ja. Mit einer Person, wem du jetzt auch begegnest. Hier zeigen sich sehr positive Gegebenheiten. Du wirst etwas im Sommer nach außen bringen, ein Projekt in jeglicher Form auch immer, neue vertragliche Gegebenheiten, all das, was ich schon sagte. Hier wird etwas Positives auf dich zukommen, etwas äußerst Positives. Und du darfst hier es vertrauen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil hier wird man auf gewisse Art und Weise oder mehr oder weniger unschöne Art und Weise hier mit gewissen Konflikten konfrontiert. Ja, die du aber hier schon kennst, weil du schaust hier wirklich auf die Stabilität. Du hast den Schutz, ja. Der ist dir definitiv gegeben. Das Göttliche, das Universum schützt dich hier. Es ist eine göttlich geführte Verbindung. In jeglicher Form hast du hier den Schutz, ja. In anderen Angelegenheiten ist hier Hilfe und Unterstützung, ja. Also man steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Das definitiv, ja. Also du hast das Recht hier definitiv auf deiner Seite. Irrelevant auch, wenn du hier als männliche Person schaust, ja. Schau mal, wir haben hier die zweite Luft, was ich schon sagte. Du kreierst hier etwas Eigenes. Du machst dich unabhängig von anderen Dingen, ja, von Gegebenheiten. Ja, es ist hier auch die Selbstständigkeit. Es ist hier wirklich, dass du jetzt für dich etwas schauen möchtest, dass du für dich etwas kreierst, dass du dich neu informierst, kreierst, entwickelst. Ja, viel Wachstum, viel Heilung, viel Geduld aber auch, ja, zeigt sich hier. Dann haben wir hier das Gericht. Es hat sich schon einmal in einer Legung auch gezeigt. Also hier wird man da auf die Geduldsprobe auch gestellt. Es wird sich aber im Sommer hier zu deinen Gunsten, wird es ausgehen. Also habe bitte Vertrauen. Das ist irrelevant, für was du schaust. Lass dich hier nicht von niedrigen Energien, mit denen du vielleicht tagtäglich oder hier mit gewissen Personen konfrontiert wirst, geh da bitte raus. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier möchte auch ein Streit beigelegt werden. Ja, ist auch nochmal wichtig, für den einen oder anderen hier zu schauen, in die innere Harmonie zu kommen, die Gelassenheit, ja. Hier ist der Erfolg, du kommst in deine Harmonie. Die 10 des Feuers, das sind hier die Angriffe, das, was ich zu Anbeginn schon sagte, ja, immer wiederkehrende Konflikte, wo man dann spricht, wo geredet wird, hinter dem Rücken geredet wird, ja, was dich da an deine Grenzen bringt. Aber noch einmal, du gehst da raus. Ja, weil du hast hier viel Hilfe und Unterstützung. Hier bekomme ich auch für eine bestimmte Person oder für eine Gruppe, weil wir haben hier viel die Öffentlichkeit, viel Themen, wo du dann plötzlich überfordert sein wirst. Ja, große Geldsummen, großes, was dir hier zuteil getragen wird, weil hier wird ein großer Ausgleich stattfinden für das, was du in der Vergangenheit hier immer gelitten hast. Ja, wo du betrogen wurdest, belogen wurdest. Ja, wo du auch hintergangen wurdest und jetzt findet dieser große Ausgleich statt, sprich bis zum Sommer, sehe ich hier und das überfordert dich auf einmal, ja. Also du hast hier von heute auf morgen eine riesengroße Geldsumme und du bist dann überfordert. So bekomme ich das hier. Du brauchst hier erstmal dann Luft zum Atmen für dich irgendwo. Hier sind Gegebenheiten, wo dir jemand die Luft zum Atmen nimmt. Ja, immer und immer wieder Konflikte, wiederkehrende Situationen, was sich hier auch zeigt. Aber du gehst raus. Noch einmal, bitte. Es ist wichtig, dass du darauf vertraust. Weil das ist das Erbe, das ist der Reichtum. Durch ein Erbe könntest du hier plötzlich ganz, ganz viel Geld haben. Durch etwas, was du öffentlich machst, in jeglicher Form auch immer. Hier hast du von heute auf morgen ganz, ganz viel Geld. Das kann hier, wie gesagt, ein Erbe sein, ja? Wir haben hier die göttliche Mutter. Hier ist ganz, ganz viel Feingefühl. Es steht für Gabe. Ganz, ganz großer Schutz.
Wir haben hier die Wunder und wir haben hier die Sensibilität. Du schaust auf deine Passion. Du gehst in diese Bedingungslosigkeit, ja, also in diese Annahme zur Liebe. Du entdeckst hier dich ganz, ganz neu. Oder du hast dich mehr oder weniger schon ganz, ganz neu entdeckt. Hier geschieht etwas ganz, ganz Großes und sehr, sehr Positives. Aufgrund dessen, was du hier in der Vergangenheit erlebt hast. Was ich sagte, ja, hier wird ein Ausgleich stattfinden für all das, wo du in der Vergangenheit hier immer und immer wieder gelitten hast. Und du hast ganz, ganz viele Schutztiere um dich herum, ein bestimmtes Krafttier. Also hier ist es wie, weil wir auch viel Spirituelles haben, hier verlässt man den menschlichen Körper. Ja? Hier sind sehr, sehr hohe Karten gefallen. Das sind wundervolle Botschaften. Ganz, ganz viel wird hier jetzt geschehen. Und die göttliche Mutter steht hier für Anmut und Wahrhaftigkeit. Mitfühlend. Ja, du bist mitfühlend. Du hast immer geschaut, dass es anderen gut geht. Du fühlst auf eine andere Art und Weise. Und mit deiner Sinnlichkeit und deiner Passion, was du aus Liebe tust, aus Leidenschaft tust, das wird hier großen Erfolg haben. Weil du es ja mit Liebe und Leidenschaft tust. Diese Person entdeckt diese Sinnlichkeiten in dir. Ja, dieses Warmherzige, dieses allumfassende Sein. Und wir haben, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Hier wird jemand auf dich zukommen, sprich auf die weibliche Person. Oder du als männliche Person gehst jetzt auf die weibliche Person zu. Ja, weil wir haben hier mit der Herrscherin auch, dass hier jemand niederkniet. Ja, also im Metaphorischen, was du hier auch auf diesem Bild sehen kannst. Jemand möchte jetzt daran teilhaben. An diesem großen Wachstum, ja, also auch an diesem spirituellen Wachstum, was ich hier sehr stark bekomme, auch an dieser Harmonie, ja, viele möchten daran teilhaben und du entscheidest jetzt für dich, wer hier weiter an deinem Leben, an deinen Vorhaben teilhaben wird, ja, das entscheidest du, weil du schaust jetzt hier, du ziehst dich zurück, du folgst nur noch deinen Sehnsüchten und entscheidest hier für dich. Ja, du wirst klar entscheiden, du wirst mit Kraft entscheiden, weil du liegst hier in der Kraft. Ja, dennoch mit sehr, sehr viel Gefühl wirst du entscheiden, mit den Aspekten und Attributen der Herrscherin. Romantische Gefühle, deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Und wir haben den Rückzug, es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Hier ziehst du dich mit einer ganz bestimmten Person zurück. Und wer sich hier von dir mehr oder weniger zurückgezogen hat, diese Person wird jetzt erkennen, währenddessen du hier auf dich schaust, währenddessen du etwas Neues für dich entstehen lässt. Ja, ich bekomme aber viel, dass man sich hier gemeinsam auch zurückzieht, weil wir haben hier die Hochzeit, wir haben Verbindlichkeiten, aber auch, dass man hier gemeinsam über gewisse Dinge spricht, was in der Vergangenheit einmal stattgefunden hat, ja, dass diese Unreinheiten zum Ausgleich gebracht werden im Hinblick diese Gespräche, ja, wo es zu Konflikten und Streitigkeiten eben auch gab. Du wirst dich hier, wenn du hier in gewissen Gegebenheiten bist, du wirst dich für dich zurückziehen oder mit einer anderen Person auch zurückziehen. Du wirst dich aus dem Ganzen hier rausnehmen, ja? In der Hinsicht, du lässt dich hier nicht mehr angreifen. Schon mal gar nicht auf diese Art und Weise, ja? Einmal mit dieser Karte. Und wir haben, allein die Zeit wird es zeigen. Das sind hier wundervolle Botschaften. Und mit der Zeit wird sich hier mehr und mehr intensivieren. Weil das hatten wir hier schon. Mit dem Vertrauen. Und eben auch, dass man sich hier näher kennenlernen wird. Ja, wo man sich eben noch nicht so intensiv auch kennengelernt hat. Indem man sich hier gemeinsam zurückzieht und über gewisse Dinge auch spricht. Ja, dass man Streitigkeiten, Konflikte eben, dass man die beilegt, auch im Freundschaftlichen.
Ja, also hier möchte eine Versöhnung stattfinden. Intensive Gespräche werden hier geführt, intensive Gespräche des Neubeginns. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.